Graffiti bringst. C. Taschendiebe. Oder D. Au-pairs. Sie können gerne laut denken, Heiko. Eine weltweit erste Agentur. Und ist damit sehr erfolgreich, auch international. Ich tippe mal. Also ich denke mal, Taschendiebe, glaube ich nicht, dass es das in der Agentur gibt. Das wäre ein bisschen komisch. Au-pairs, also ich wäre eigentlich für Graffiti-Kunst. So wie der Herr auch aussah, denke ich, kann es was damit zu tun haben. Das wäre B. Dann logge ich jetzt B, Graffiti-Kunst, für Sie ein. Ist hiermit geschehen? Im Moment hängen Sie 300 Punkte hinter Ihrem Mitstreiter. Jetzt sind es nur noch 150, denn Graffiti-Kunst ist ganz praktisch hören heute. Richtig so, denn schon 1988 machte sich der gebürtige Hofheimer unter dem Namen Bomber mit der Sprühdose schnell in Deutschland und über die Grenzen hinweg einen Namen. Mitte der 90er dann folgte die Gründung der Agentur. Zu seinen Kunden zählen unter anderem Coca-Cola, Red Bull, die Deutsche Bank und Fraport. Wer zum Beispiel am Frankfurter Flughafen ankommt, wird seit 2015 am Terminal 1 mit einem 360 Meter langen Graffiti von Bomber begrüßt. Man sieht, es ist nicht mehr nur Verschandeln und Verschmieren, manchmal sind es auch echte Künstler. Und der ist einer weltweit erfolgreich. 700